Ja, heute machen wir was. Wir schauen Schoyoka. Da gibt es anscheinend eine Gerichtsentscheidung des Landgerichts Hamburg von Tobias Hoch, einstweilige Verfügung gegen sie ergangen. Und sie hat ein Video dazu gemacht. Wir schauen es uns an. Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Alex Boos, bin ich Rechtsanwalt und Gockel? Hat irgendeiner bei mir kommentiert? Ah, keine Ahnung. Ja, und ich komme aus Mainz, gell? Ah, mir ist übrigens aufgefallen, ich habe letztens mal ein paar alte Harald-Schmidt-Folgen angeguckt. Ich war früher ein großer Harald-Schmidt-Fan. Und da sagt Harald Schmidt am Anfang immer, wenn er dann, er sagt dann immer, Helmut Zerlett und macht dann irgendwie so einen aktuellen Joke. Ja, und was weiß ich, mir fällt jetzt nichts ein. Aber es hat mich ein bisschen daran erinnert. Aber ich habe es jetzt nicht bewusst deshalb angefangen, sondern ich fand es einfach komisch. War früher großer Harald-Schmidt-Fan, hab ich wirklich gern geguckt. Auch jeden Abend dann teilweise, beziehungsweise lief ja schon in der Nacht. Also heute Weltpremiere, während ich das aufnehme. Wir gucken ein Schoyoka-Video und zwar eins von ihr. Ja, und keinen Videoschnipsel wie sonst immer. Ist ja wirklich so, wenn man mal zurückdenkt, auch hier auf meinem Kanal, dann hat man ihre Videos ja eigentlich immer nur aus Videos von anderen Creatern gesehen. Gell? Oder es waren irgendwelche Videoschnipsel auf Twitter oder sonst wo, das irgendwo was rausgeschnitten. Und ja, das ist tatsächlich so, ne? Natürlich muss man sagen, ich meine, sie hatte ja immer nur diese Streams und dann sind die Video-Diddies manchmal verfügbar und manchmal nicht und manchmal schneidet die irgendeiner mit. Und dann ist das natürlich auch nicht so gern gesehen manchmal, wenn man das dann benutzt oder restreamt oder wie auch immer. Ja, manche haben da ja auch schon ihre Strike-Erfahrungen gemacht. Bei diesem Video habe ich aber gefragt, ob man das reagieren darf. Mir wurde gesagt, ja. Und auf Twitter habe ich danach gesehen, nachdem ich gefragt hatte, dass auch einer ihrer Moderatoren sich geäußert hat und hat gesagt, kann jeder sich anschauen, kann jeder benutzen, außer Nemesis. Ja, der darf anscheinend nicht. Der wird gestrikt oder so, stand da sinngemäß. Also, Weltpremiere, während ich das aufnehme, aber aufpassen, ich weiß noch nicht, wann ich was hochlade. Wir wollen uns ja auch noch dieses andere Shoyoka-Video anschauen mit der Thematik Kuchenfiles. Und da ich dann im Urlaub bin, ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich das mache, aber während ich das heute aufnehme, ist es tatsächlich das erste Mal, dass wir ein Shoyoka-Video angucken. Und zwar dieses hier. Statement zum Gerichtsprozess mit Tobias Hoch. Vor 18 Stunden, während ich das aufnehme. Ja? Und ich weiß insoweit, es geht um ein einstweiliges Verfügungsverfahren. Es ist wohl eine einstweilige Verfügung ergangen von Tobias Hoch. Er wirkt gegen sie. Und sind Ausschnitte dieses Beschlusses veröffentlicht, aber ich weiß nicht genau, was ihr untersagt wurde. Ja, in einem Video von KuchenTV hat er auch ein paar Andeutungen gemacht, dass also logischerweise wohl irgendwas über Tobias Hoch gesagt wurde im Zusammenhang mit Bildern. Wird sie sicherlich gleich erzählen, wo sie Aussagen getätigt hat, die ihr eben untersagt worden. Ja, bei einer einstweiligen Verfügung geht es ja immer darum, dass jemandem was untersagt wird. Also von daher schauen wir mal rein, ob sie sagen kann, was ihr untersagt wurde oder ob sie das nicht kann. Sowas birgt natürlich immer die Gefahr, dass du natürlich dann die Sachen wiederholst, die du eigentlich nicht mehr sagen darfst. Ja, auch andere hatten das mal gemacht und sind dann Gefahr gelaufen, ein Ordnungsgeld zu kassieren. Es kam, glaube ich, am Schluss aber nichts raus. Ja, entspricht auch meiner Meinung, solange du das nur zitierst. Da sollte eigentlich nichts passieren. Ja, Kela Scheix hat das auch mal gemacht damals. Sie hat ihren Beschluss von Till Lindemann entsprechend vorgelesen. Und ich fand es damals eigentlich schon eine geile Idee, dass sie das macht. Aber darf man auch nicht vergessen, verschiedene Gerichte beurteilen verschiedene Dinge anders. Und deshalb muss man natürlich aufpassen, es ist ein Risiko dabei. Also gucken wir mal, ob sie was dazu sagt, was ihr wirklich untersagt ist oder was nicht. Aber ansonsten weiß ich eben nicht genau, was untersagt wurde. Es geht, so habe ich auch im Internet gelesen, um irgendwelche Tatsachenbehauptungen. Ja, also Dinge, die wohl dem Beweis zugänglich sind. Und wenn ich es nicht richtig verstanden habe, hat sie sich bislang aber im Prozess auch nicht geäußert dazu. Also wir schauen jetzt einfach mal rein, was sie dazu sagt. Wir wollen mal hören, was Pia Scholz sagt. Los geht's. Oh, krasser Vorspann. Ah, falsche Seite. Moment. Geh mal hier rüber, nimm den Es Arm. ist mitten in der Nacht. Mein Tag war endlos lang und ich nehme dieses Video jetzt gerade noch auf, weil ich weiß, dass ich morgen sonst auf YouTube kommen werde und sehen werde, wie sich lauter Meinungsinfluencer das Maul über mich zerreißen oder über etwas, was mit mir zu tun hat, ohne dass sich auch nur eine einzige Person mein Video angeschaut hat. Ich glaube, die Sache ging schon durch Twitter und sowas. Da hatte sie das noch gar nicht, hat sie es noch gar nicht gewusst.
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, also da war ja das gar nicht bekannt. Schauen wir mal weiter. Ich vermute, dass auch wenn dieses Video kommt, sie sich trotzdem nicht dieses Video anschauen werden, weil sie das Bedürfnis haben, über Shuyoka zu reden, aber nicht mit Shuyoka. Aber hey, ich möchte zumindest, gerade wenn es um so ein unfassbar sensibles Thema und für mich auch echt traumatisierendes Thema geht, selber eine Stimme haben in diesem Diskurs und ihn nicht von Menschen dominieren lassen, die mich nicht kennen, die den Sachverhalt nicht kennen und die gar keine Ahnung haben, was eigentlich abgeht. Also ich finde das gut, muss ich sagen. Und ich betone nochmal, alles, was man bisher von ihr gesehen hat oder viel, wenn man sich die Streams nicht angeguckt hat, dann ist das immer über Dritte. Ja, das sind immer nur ausschnittsweise und so weiter. Von daher finde ich das den richtigen Weg, dass sie sich selbst dazu äußert. Ja, finde ich gut. Und ja, da hat sie recht. Man muss nicht immer nur über sie reden, man kann auch mit ihr reden. Oder was heißt mit ihr? Der ist nicht mit ihr, aber wir schauen uns eben ihr Video an. Ja, hab ich hier irgendwie das Bild verschoben. Auf jeden Fall die Klicks mitnehmen wollen. Ich habe am Freitag auf Twitter erfahren, dass ich einen Prozess gegen Tobias Hoch verloren habe. Ich habe genauso schockiert reagiert wie die meisten, die unter seinem Twitter-Beitrag dann auch gefragt haben oder bei ihm eher gejubelt haben, bei mir gefragt haben, what the fuck, was ist das genau? Und alle schon darüber geredet haben, dass er einen Prozess gegen mich gewonnen hat, eine einstweilige Verfügung gegen mich durchsetzen konnte, hatte ich gar keine Ahnung, dass er überhaupt einen Prozess gegen mich geführt hat und auch nicht, um welche Aussagen es konkret ging, weil ich nicht wusste, dass ein Zivilprozess vom Landgericht Hamburg gegen mich geführt wird. Okay, also ist das, was ich sagte. Sie wusste anscheinend überhaupt nichts davon oder sie sagte, er hat davon nichts mitbekommen. Kommen wir später noch dazu. Und grundsätzlich ist es ja so, wenn eine einstweilige Verfügung beantragt wird, dann kann die bei Dringlichkeit auch ohne mündliche Verhandlung ergehen. Die Gerichte tendieren aber immer mehr dazu, dass entweder terminiert wird oder dass zumindest dem Gegner Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird. Ja? Und ich sage es gleich vorneweg, mir ist bekannt, dass da mittlerweile auf Twitter auch Sachen rumgehen, dass sie wohl zur Stellungnahme aufgefordert wurde. Sie sagt, sie hat das nicht bekommen. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, können wir später nochmal drauf eingehen. Also 3 Tage, nachdem Tobias Hoch veröffentlicht hat, dass er gegen mich gewonnen hat, war dann auch die Gerichtsvollzieherin bei mir und hat mir die Unterlagen mit vorbeigebracht. Ja, also wenn du einstweilige Verfügung jetzt erwirkst, dann, es war in dem Rubrum, der Beschluss ist ja insoweit veröffentlicht, dass man das Rubrum sieht und da siehst du auch, es ist kein Anwalt bei ihr benannt. Das heißt, die müssen das bei ihr zustellen und das geht dann über Gerichtsvollzieher. Ja? Also das ist jetzt nicht, dass der da irgendwie was durchsucht oder sowas, sondern der kommt da wirklich nur, um das eben zuzustellen und meistens passiert das dann entweder klingeln die oder durch Einlegung, Niederlegung in den Briefkasten. Ja? Und Dr. Nick Sarafi, der Anwalt von Tobias Hoch, der mir vielleicht auch schon am Freitag hätte Bescheid sagen können, aber naja, dann halt nicht, hat mir dann auch heute eine E-Mail geschickt mit dem Hinweis, dass sie im Übrigen einen Prozess gegen mich gewonnen haben, bei dem ich... Okay, also Sarafi hat ihr wohl dann Bescheid gesagt. Gut, das hätte er natürlich auch am Freitag machen können. Jetzt war es am... Was haben wir denn heute? Heute ist... ja, also er hat es ja nach dem Wochenende anscheinend gemacht, ja. Ich anwesend war. Ich war erstmal sehr irritiert, weil ich mich gefragt habe, wie das sein kann, dass eine einstweilige Verfügung gegen mich erwirkt wird, ohne dass ich angehört werde, wie das in Deutschland passieren kann. Und habe dann erstmal mit meinem Anwalt gesprochen, um irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen, weil ich mir bis jetzt nicht vorstellen kann oder vorstellen konnte, wie das denn passieren kann. Und es mich, ehrlich gesagt, trotz der Erklärung immer noch etwas stutzig zurücklässt. Tobias Hoch hat mir vor mehreren Wochen eine Unterlassungserklärung geschickt. Relativ zeitgleich wie die Unterlassungserklärung von KuchenTV, also Tim Held, also die er mir geschickt hat. Und diese Unterlassungserklärungen waren sehr, sehr ausführlich und sehr, sehr lang formuliert, aber meines Erachtens nach unfassbar bizarr, weil die Faktenlage für mich so klar ist, dass ich nicht nachvollziehen konnte, warum man überhaupt versucht, das so durchzusetzen.
Ich habe mich damals dagegen entschieden, auf die Unterlassungserklärung von Tobias Hoch zu antworten, weil ich es für so absurd fand, was er da versucht einzureichen, dass ich nicht davon ausgegangen bin, dass er überhaupt irgendwas vor Gericht einreichen wird. Und ich tatsächlich einfach erwartet habe, dass wenn ich auf die Unterlassungserklärung antworte und dafür scheiße viel Geld in die Hand nehme, dass ich ihm dann damit einfach nur wieder ein teures Skript für ein weiteres YouTube-Video schreibe. Okay, also Tobias Hoch hat Sie abgemahnt, zeitgleich zu der Thematik KuchenTV. Ich nehme an, es geht um diese Thematik mit dem zugegeben unterstützt Rechte oder sowas, dass das wohl zu diesem Zeitraum war. Ich entsinne mich auch, dass da ein Stream von ihr stattfand, wo es, glaube ich, auch um beide Personen ging. Also dann haben die wohl zeitgleich irgendwie abgemahnt. Sie hat jetzt auf die Abmahnung von Tobias Hoch nicht reagiert. Muss sie nicht, ja. Kann natürlich auch einen Dreizeiler schreiben, irgendwie mache ich nicht, benennt meinen Anwalt als Zustellungsbevollmächtigt oder so irgendwie. Man hat sich jetzt hier halt entschieden, es nicht zu tun. Ich meine, sie hat in einer Sache natürlich recht, wenn man jetzt aufs Geld guckt, dann ist das so, in dem Moment, wo der eigene Anwalt dann schreibt, fallen natürlich wieder Gebühren an. Und jetzt ist es so, im vorgerichtlichen Stadion, also die Gebühren quasi, die beim Anwalt anfallen, ich weiß, ihr Anwalt rechnet nach Stunden wahrscheinlich ab, alles gut, aber machen wir es mal mit gesetzlichen Gebühren, dann hast du ein Problem, die später wieder zurückzubekommen. Ja? Weil es gibt BGH-Rechtsprechung zu dem Thema, wer außergerichtlich zu Unrecht in Anspruch genommen wird, der hat erstmal keinen Anspruch auf Ersatz dieser Kosten. Ich stelle es mal anderweitig dar, mich geht jetzt jemand außergerichtlich an, ich nehme einen Anwalt, der Anwalt schreibt, weist das zurück und jetzt passiert aber nichts mehr und die gehen gar nicht vor Gericht, dann habe ich Schwierigkeiten, mein Geld, was ich an meinen eigenen Anwalt bezahlt habe, von der Gegenseite wiederzubekommen. Also das ist schwierig. Das Ganze funktioniert nur, wenn ich es dann über negative Feststellungsklage regle oder wenn das dann eben in ein gerichtliches Verfahren läuft. Aber auch dann kriege ich die vorgerichtlichen Kosten für die Rechtsverteidigung nicht zurück. Ja. Deshalb hat sie wohl in dem Fall gesagt, okay, pass auf, das ist mir zu teuer. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Aber schauen wir mal weiter. Das ist ja sowieso alles auf YouTube landet, egal ob man das als Betroffene möchte oder nicht. Auf die Unterlassungserklärung von KuchenTV habe ich geantwortet. Da gab es mittlerweile auch eine einstweilige Verfügung, die er versucht hat zu erwirken. Also er hat einen Beschleunigung. Ja, ich war dabei. Er hat verloren. Gell? Ja, ich habe ein Video dazu gemacht. Das Verfahren initiiert und das wurde in allen Punkten abgelehnt. Das heißt, ich habe vor Gericht alles gewonnen gegen KuchenTV. Ja, stimmt. Ja, ich habe also auf diese Unterlassungserklärung nicht geantwortet, weil ich in der Annahme war, dass in Deutschland, so wie üblich, wenn das Ganze vor Gericht eingereicht wird, ich darüber in Kenntnis gesetzt werde, dass da jetzt ein Zivilverfahren gegen mich... Es ist auch in den meisten Fällen so. Es ist auch hier so gewesen, aber dazu kommen wir dann später noch. Aber es gibt auch Fälle, wo eine einstweilige Verfügung tatsächlich einfach so ergeht, da kriegst du überhaupt nicht mit. Ja, wir hatten mal eine andere Sache uns befasst, wo diese Influencerin dann erst nach zwei Instanzen mitbekommen hat, dass ein einstweiliges Verfügungsverfahren gegen sie lief. Ja, also die hat dann zwar zwei Instanzen gewonnen, aber das vorher gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, also das gibt es schon. Und es gibt auch, wie gesagt, einstweilige Verfügungen, die du einfach so kriegst. Ja, also ich erinnere mich an früher, gehen wir mal in einen anderen Bereich, so Gewaltschutzverfügungen oder sowas. Das haben wir teilweise auch bei Gericht, kannst du das dann direkt abholen. Ja? Also dass, wenn du da einen Richter findest, der bereit ist, das auf die Schnelle zu machen, dann fertigt die Geschäftsstelle das aus und dann kannst du es wirklich sehr zeitnah erwirken. Ja? Also es gibt diese Fälle, das hier war keiner. Und ich habe schon gesagt, in der Regel gehen die Gerichte dazu über, also auf jeden Fall anzuhören. Das ist der Grundsatz mittlerweile und in ganz, ganz vielen Fällen mittlerweile auch mündliche Verhandlungen. Ja, das liegt an BGH und Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung, ja, und dass die Gerichte da immer mehr dazu tendieren, okay, wir machen doch lieber mal einen Termin. Ja. Aber gut, schauen wir weiter. Startet wird und ich halt, wenn das dann wirklich vor Gericht landet, dann halt eine Stellungnahme dazu abgebe, aber halt nicht schon davor auf lauter Sachen antworte, da mega viel Geld ausgeben muss und dann kommt am Endeffekt doch nichts dabei raus. Ja, das ist der Punkt, den ich sage. Also wenn sie jetzt vorgerichtlich da schreiben lässt und die gehen dann vor Gericht, dann hat sie nur mehr Kosten. Ja, also sie vergibt sich dadurch nichts, dass sie nicht vorgerichtlich darauf antwortet. Aber wie ich gesagt habe, einen Dreizeiler kann man dann schon machen, dass man irgendwie sagt, hier, nein, weise ich zurück. Ja, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann. Ja, aber wie gesagt, das wegen der Problematik dieser vorgerichtlichen Kosten, die der hinterher in den meisten Fällen dann keiner mehr erstattet. Und, habe es schon 100-mal gesagt, das betrifft Sie, das betrifft Tobias Hoch, das betrifft KuchenTV, die Anwälte, die auf Stundenbasis abrechnen.
natürlich immer problematisch, weil meistens oder sehr schnell dann teurer als die gesetzlichen Gebühren, je nach Streitwert. Ne? Und das kriegst du ja hinterher, egal ob du gewinnst oder verlierst, dann sowieso zum Teil zumindest nicht erstattet. Ja, offensichtlich hat das Landesgericht Hamburg es nicht für wichtig erachtet, in diesem Fall noch einmal spezifisch den Versuch zu unternehmen, mich zu kontaktieren. Konkret heißt es in dem Urteil, dadurch, dass ich auf die Unterlassungserklärung ja nicht geantwortet habe, hätte ich ja die Möglichkeit gehabt, mich zu äußern. Und deswegen sah das Landesgericht Hamburg keinen Grund darin, mich nochmal zu kontaktieren und überhaupt in Kenntnis zu setzen, dass die Unterlagen bei einem Gericht eingereicht wurden und dass die Kammer sich entschieden hat, eine Entscheidung zu treffen. Das muss ich mir nochmal angucken, jetzt habe ich es genau verstehe. Hätte gehabt. Konkret heißt es in dem Urteil, dadurch, dass ich auf die Unterlassungserklärung ja nicht geantwortet habe, hätte ich ja die Möglichkeit gehabt, mich zu äußern. Und deswegen sah das Landesgericht Hamburg keinen Grund darin, mich nochmal zu kontaktieren und überhaupt in Kenntnis zu setzen. Okay. In dem ist ein Beschluss in dem Fall, keine mündliche Behandlung ergangen. Steht wohl drin, sie hätte sich nicht verteidigt und deshalb das wohl ergangen. Okay, dann müssen wir einfach mal abwarten. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht machen wir das jetzt auch mal an dieser Stelle. Sie hat danach ja auch noch gestreamt und hatte sich da geäußert zu dem Umstand. Da sind ja dann Unterlagen aufgetaucht, dass das Gericht sie wohl doch angeschrieben hat. Das ist nur ihr Name zu erkennen, also sonst nichts mehr habe ich dazu nicht gesehen. Sie sagt aber, sie hat diese Post nicht bekommen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie das gelaufen ist. In der Regel, also wenn du so einen Antrag auf Erlass einstweiliger Verfügung zugestellt bekommst, dann passiert das per Postzustellungsurkunde. Das heißt aber nur, da kommt dann einer und wirft das in den Briefkasten und protokolliert. Das sind meistens so gelbe Umschläge. Jetzt habe ich auf Twitter noch gelesen, es wäre angeblich per E-Mail gelaufen oder sowas. Also das habe ich jetzt noch nie erlebt. Ich weiß aber nicht, ich kriege diese Klagen immer per BEA. Ja, das ist so ein besonderes elektronisches Anwaltspostfach. Das hat sie jetzt natürlich nicht. Sie sagt, sie hat da nichts bekommen. Also müssen wir einfach mal abwarten, was da noch bei rauskommt. Ja, da kann ich jetzt einfach nichts dazu sagen. Ich kann nur sagen, dieses Video hatte sie eben hochgestellt. Dann kam der Hinweis, doch, du bist zur Stellungnahme aufgefordert worden. Und sie sagt dann hinterher, ich habe aber nichts bekommen. Ja, also da wird sicherlich noch zu klären sein, was da passiert ist, ob wirklich was nicht zugestellt wurde oder was auch immer. Ja, ich weiß es nicht. Ich will es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben. Ja, also ist mir bekannt. Aber wie gesagt, das hat sie eben dann erst nach diesem Video gesagt, weil sie es bis dahin wohl nicht wusste. Dass die Unterlagen bei einem Gericht eingereicht wurden und dass die Kammer sich entschieden hat, eine Entscheidung zu treffen, bei der sie davon überzeugt ist, eine einstweilige Verfügung erlassen zu können, ohne die Gegenseite zu hören. Im Normalfall hätte ich jetzt einfach gesagt, ja, okay, blöd gelaufen, ne? Hätte ich vielleicht mit rechnen müssen. Gerade in diesem spezifischen Fall schockiert es mich. Denn es geht in diesem Fall nicht um irgendwelche Lappalien. Und ich finde es auch im Verhältnis zu den... Das war eben der erste Schnitt, glaube ich, gell? Nach 6 Minuten. Wenn ich überlege, wie viel Schnitte ich immer machen muss, weil ich so ein Müll rede. Ja. ...anderen Prozessen, die bis jetzt geführt wurden, sehr viel härter. Und bin es von den anderen Prozessen aber gewohnt, dass immer von den Landesgerichten gefragt wurde nach einer Gegendarstellung in allen Prozessen, die ich bis jetzt geführt habe. Ja, ja. Denn in diesem Fall geht es konkret um die Thematisierung von Kinder- und jugendpornografischen Fotos meiner Person. Na, das ist ein blödes Thema. Ich habe... mich da bisher immer von diesem Thema, von diesem ganzen Themenkomplex ferngehalten. Ich hatte tatsächlich mal ein Video gemacht, als es erstmalig hochkam, dieses Thema zwischen ihr und Tobias Huch, und ich habe das Video dann wieder gelöscht, weil ich das, weiß ich nicht, ich habe dann drüber geschlafen, habe irgendwie gedacht, nee, da will ich mich eigentlich gar nicht reinhängen. Aber gut, jetzt heute ist es dann doch soweit. Jetzt werden alle gleich wieder ausrasten und sagen, aber in Deutschland, Tobias Huch hat gesagt, das ist gar nicht. Als ich 17 war, wurden Fotos von mir im Internet veröffentlicht, auf denen ich 15 und 16 Jahre alt bin, gegen meinen Willen.
Und seitdem werden diese Fotos immer wieder verbreitet, immer wieder thematisiert. Und es gibt auch immer wieder InfluencerInnen, die dieses Thema ausschlachten und einfach anfangen, darüber zu reden, darüber Content zu machen oder sich das Maul darüber zu zerreißen. Diese Fotos waren für mich eine massive Herausforderung, weil als die damals... Also absolut beschissene Aktionen, solche Fotos sind weitergegeben worden, sind verbreitet worden und so weiter. Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist niederträchtig, beschissen. Ich hoffe, derjenige ist da entsprechend bestraft worden, ja, weiß ich aber nicht. Öffentlich wurden, war ich 17 Jahre alt und gerade dabei, von zu Hause auszuziehen. Eben weil ich kein gutes Verhältnis auch mit meiner Mutter hatte. Und diese Fotos haben einen Punkt erreicht, auf dem ich damals nicht mehr wusste, wie ich weitermachen soll. Und eine lange Zeit lang gar nicht sicher war, ob ich überhaupt weitermachen kann. Insbesondere deswegen, weil ich damals versucht habe, Strafanzeige zu erstatten und ich von den ersten Polizeibeamten, wo ich das versucht habe, nicht ernst genommen wurde. Erst Jahre später habe ich dann noch einmal Strafanzeige erstattet und habe die Situation geschildert, habe beschrieben, was da passiert, wie diese Fotos in Umlauf gekommen sind und wie zum damaligen Zeitpunkt Menschen versucht haben, mich mit diesen Fotos zu erpressen, beziehungsweise schwere Nötigung damit zu begehen, indem sie mir zum Beispiel Sachen geschrieben haben wie, entweder du schickst mir noch mehr Fotos von dir oder wir schicken diese Fotos an deine Eltern, an deine Verwandtschaft, an Freunde, an Leute aus der Schule oder an Plattformen, damit du gesperrt wirst und deinen Job verlierst. Und während mir das gedroht wurde damals, gab es auch Personen, die das umgesetzt haben und die tatsächlich dann Menschen aus meinem privaten Umfeld damit kontaktiert haben, damit konfrontiert haben. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist absolut widerwärtig. Ja. Ja, ich glaube, das sieht auch niemand anders. Also es ist völlig abstrus, sowas zu machen. Ja, wie gesagt, hoffe, dass strafrechtlich was passiert ist. Man kann natürlich auch zivilrechtlich entsprechend vorgehen. Ja. Schmerzensgeld, was weiß ich. Aber egal, lass mal sie weitererzählen. Ich habe Menschen diese Fotos damals für Geld im Internet angeboten und haben versucht, mich über ähnliche Mechanismen dazu zu nötigen, mehr Fotos ins Internet zu stellen und mich zu entblößen. Deswegen wurde das von der Polizei in Österreich, als ich Strafanzeige erstattet habe, also in Österreich, genau, als Förderung von Prostitution Minderjähriger eingestuft, weil es eben Menschen gab, die versucht haben, mich dazu zu zwingen, damit Noch mehr Fotos zu machen. Deshalb haben die das unter diesen Straftatbestand gemacht, weil man sie ja erpresst oder nötigen wollte, dass da eben noch mehr kommt. Ja, macht Sinn, ja, verstehe ich. Geld verdienen wollten und dafür Geld verlangt haben. Für mich ist das ein unfassbar traumatisierendes Thema und es fuckt mich wirklich mega ab, dass ich über dieses Thema reden muss, dass es wieder hochgeholt wird, dass es wieder thematisiert. Na gut, es ist halt ein beschissenes Drecksthema, gell? Also würde mir auch auf den Sack gehen, natürlich. Es ist, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt scheiße, ne? Also kann ich nachvollziehen. Wird, weil ich bis jetzt nicht verstehen kann, warum das gemacht wird. Und ich mir ziemlich sicher bin, dass der einzige Grund darin liegt, dass manche Personen mittlerweile so einen irrationalen Hass auf mich schieben, dass sie mich so krass dehumanisieren und gar nicht mehr realisieren, dass hier ein Mensch sitzt, über den hergezogen wird und über den man, wo man einfach alles machen kann. Ich habe die Fotos in meinem Bedürfnis, mich zu wehren, immer wieder selber öffentlich thematisiert. Erst habe ich jahrelang geleugnet, dass es sie gibt, so wie wahrscheinlich die meisten Leute es geleugnet hätten, gerade noch als sehr junger Mensch. Dann habe ich versucht, sie zu relativieren, weil ich gehofft habe, dass Leute aufhören, danach dazu googeln oder... Na gut, das sind übliche Verhaltensweisen, ne? Du sagst, ne, gibt's gar nicht, oder du sagst halt, alles nicht so schlimm, gell? Und dann, ja,
Das ist halt so ein blödes Thema und dann das muss es von dir aus irgendwie bringen. Also ja, das ist ja fehlen halt ein bisschen die Worte. Einfach das nicht mehr so interessant finden, wenn es halt harmlos klingt. Und irgendwann nach mehreren Jahren habe ich gemerkt, okay, ich werde diese Fotos nicht los und Menschen hören nicht auf, mich damit zu belästigen und mich damit fertig zu machen, die in meinem Umfeld zu schicken, sie überall konstant hochzuladen. Also habe ich den Mut gefasst und habe dann nach Jahren einige Tweets verfasst, wo ich Stellung bezogen habe und habe dann auch einen Stream gemacht, wo ich darüber geredet habe, dass es diese Fotos gibt, dass ich nicht will, dass es diese Fotos gibt, dass sie mich sehr belasten, aber dass ich damit leben muss, dass sie da draußen sind und dass ich Menschen, anderen Menschen, die auch von Revenge betroffen sind, sagen möchte, dass sie nicht schuld dran sind, dass ihnen das passiert, dass sie keine Verantwortung dafür tragen, wenn sie mal jemanden vertraut haben, und der dann dieses Vertrauen missbraucht und damit Scheiße baut. Vor allem dann nicht, wenn, wie in meinem Fall, man selber minderjährig ist und die Person, der man die Fotos geschickt hat, damals bereits Mitte 20 war und auch als Influencer in der Szene tätig war und bekannt war. Und ich ernsthaft dachte, dass der mich mag und nicht einfach nur mit mir seine damalige Freundin betrogen hat. Leider häufig so, das früher auch oft erlebt, haben wir eine Zeit lang auch für den Weißen Ring da tätig. Diese Sachen passieren immer wieder, Bilder werden weitergegeben, weil du dich gut verstehst und dann entpuppt sich der andere eben irgendwie als, denkt euch irgendein Schimpfwort und gibt diesen Kram dann weiter. Jetzt ist sie, also ich weiß nicht, wie bekannt sie dann damals schon war, aber das, wenn das dann seine Runde macht und da ist noch jemand, der da irgendwie in der Öffentlichkeit steht, dann verbreitet sich das natürlich auf furchtbare Art und Weise. Ja. Diese Dinge passieren immer wieder. Ich gebe auch jedem immer den Ratschlag, ist egal, wie gut du befreundet bist, aber hey, du bist dann jung und du machst das eben und das kann, glaube ich, jedem passieren. Das Opfer hat nie Schuld, ja, niemals, sondern es ist immer der Drecksack, der das dann entsprechend weitergibt, ja, ganz klar. Mir hat das sehr viel zurückgegeben, darüber zu reden und endlich Kontrolle über meine eigene Geschichte zurückzubekommen, nachdem ich jahrelang wirklich die ekelhafteste Kackscheiße darüber lesen musste und Menschen alles Mögliche erfunden haben, was irgendwie geht, um mich zu diskreditieren. Ich wurde alles Mögliche behauptet, wie diese Fotos entstanden sind. Okay, kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich habe das nicht so, dazu weiß ich nichts. Vor allem habe ich gemerkt, dass die Fotos nicht weiter thematisiert wurden, nachdem ich selber darüber gesprochen habe, weil die Leute, die mich davor jahrelang damit belästigt haben, keine Macht mehr über mich hatten und nicht mehr die Möglichkeit hatten, mich damit zu traumatisieren und mich dann endlich damit in Ruhe gelassen haben. Ja klar, macht Sinn. Wenn du es selber thematisierst, kann das natürlich zur Folge haben, dass dann, wie gesagt, das Gerede und Gerüchte oder sowas aufhören. Ja? Klar. Und dann kam Tobias Hoch. Das erste Mal hat Tobias Hoch über diese Fotos gesprochen am 5. März 2024. Und ich war total irritiert, als ich das mitbekommen habe, weil ich nicht verstanden habe, warum er plötzlich ohne Grund anfängt, diese Fotos in seinem Livestream zu besprechen. Tobias Hoch hat mit der ursprünglichen Erstellung dieser Fotos und Verbreitung überhaupt nichts zu tun. Wir kannten uns zum damaligen Zeitpunkt nicht. Wir kannten uns noch nicht mal zu dem Zeitpunkt, als ich das Statement abgegeben habe. Das heißt, er hat sich einfach irgendwann in seinen Livestream gesetzt und hat sich gedacht, ich fange jetzt an, über diese Fotos von der minderjährigen Shoyoka zu sprechen, weil keine Ahnung. Und ich habe das dann ignoriert, weil ich gedacht habe, okay, es hat offensichtlich, weiß ich nicht, aber er wird schon wieder aufhören, so. Und dann hat er es am 23. April 2024 nochmal thematisiert und hat wieder angefangen, über diese Fotos zu reden, wieder ohne Anlass darüber zu sprechen, sich darüber, ja, irgendwie eine Einschätzung dazu zu geben. Ich weiß nicht genau, was das Ziel dahinter war, was er da versucht hat zu erreichen und sich selbst zu profilieren in dem Umgang. Das ist diese Thematik. Also ich habe diesen Stream nicht gesehen. Ich habe das dann auch wieder nur über Twitter gesehen, wo er sich dann da geäußert hatte.
Ich glaube, sie fand es dann halt kacke und dann hat er wieder was gesagt und dann schaukelte sie sich das so hoch. Dann gab es mal einen Tweet von KuchenTV und der war dann wieder weg. Irgendwie, das war diese ganze Thematik. In diesem Zuge hatte ich tatsächlich damals auch ein bisschen später dann ein Video gemacht. Da ging es aber jetzt weniger um sie, sondern ging es um jemand anderen, der sich da auf Twitter ein bisschen ausgelassen hatte. Das wollte ich eigentlich zum Gegenstand machen, aber dann hat es halt doch diese ganze Thematik mit diesen Bildern betroffen und ich muss ganz ehrlich sagen, also mir ist das relativ egal, wie man das jetzt juristisch einordnet. Das sind halt diese Fotos da, sie findet es scheiße. Ja, ich glaube, viel mehr muss man dazu nicht sagen. Ob man jetzt das dann trotzdem irgendwie juristisch einordnen kann oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Aber wie gesagt, also das ist diese Thematik, um die es da geht. In der Folge dessen hatte sie dann auch jetzt mutmaßlich etwas, natürlich auch Sachen gesagt. Möglicherweise ist das dann eins der Dinge, die da jetzt untersagt sind. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß es zum Zeitpunkt dieses Videos nicht. Und sie hat es bisher nicht gesagt und ich weiß auch nicht, ob sie es noch sagen wird. Ich habe ja vorhin was dazu gesagt. Ja, ist rechtlich natürlich riskant. Ich würde es machen. Aber ja. Und es hat mich so abgefuckt. Es hat mich so wütend gemacht, weil diese Fotos mich jahrelang so hart traumatisiert haben und ich so hart dafür gekämpft habe, über das hinwegzukommen, damit klarzukommen und mein Leben da zurückzubekommen, ohne dass irgendwelche wildfremden Männer im Internet sich das herausnehmen, mich damit zu belästigen und diese Macht über mich auszuüben. Also ich breche das mal runter, sie hat keinen Bock, dass andere da drüber irgendwie jetzt großartig quatschen oder ja, da irgendwie was dazu sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Dann kommt dieser wildfremde Mann, der irgendwie 40 Videos zu mir hochgeladen hat, in denen er mich beleidigt und diffamiert und wo er Unwahrheiten über mich verbreitet und zu dem damaligen Zeitpunkt auch schon zwei einstweilige Verfügungen von mir kassiert hat. Ich kann das zeitlich nicht mehr so genau einordnen, wann waren die einstweiligen Verfügungen, war das davor? Ich krieg's jetzt zeitlich nicht zusammen, was da wann gelaufen ist. Einfach Lügen über mich verbreitet und fängt halt an, über diese Fotos zu reden. Also habe ich mich entschieden, ihn dafür zu kritisieren. Und zwar hart dafür zu kritisieren, weil ich nicht verstehen konnte, warum und bis jetzt nicht verstehen kann, warum. Ja doch, wenn ich es richtig erinnere, ich war ja damals in Frankfurt gewesen und ich glaube, das ist kurz vor diesem Gerichtstermin müsste diese ganze Thematik gelaufen sein. Wann sie da jetzt hart kritisiert hat, das weiß ich nicht mehr, wann dieser Stream war. Das kriege ich nicht mehr zusammen, da ist auch egal. Also fassen wir zusammen, sie hat sich da geärgert, fand das kacke und hat dann hart kritisiert. Ja, und ich prognostiziere mal, dass es vielleicht eine dieser Aussagen ist. Oder ich glaube, er schrieb, es geht um, was denn jetzt passiert? Ich glaube, er sagte, es geht um drei Punkte, drei Aussagen dann wahrscheinlich. Ja, ich mutmaße jetzt, ich weiß es wirklich nicht, könnt ihr mir glauben. Ja, ich habe die Info nicht. Und weshalb jemand das macht. Und in diesem Zusammenhang habe ich einige Threads auf Twitter gepostet, wo ich Ausschnitte von Tobias Huch aus seinem Livestream gezeigt habe und ihn dafür angegangen bin und scharf angegangen bin, dass er diese Fotos thematisiert, warum er diese Fotos thematisiert und dass das eine Retraumatisierung ist, die da stattfindet. Seitdem versucht Tobias Huch und auch schon davor, wie ich dann rückwirkend erfahren habe, versucht Tobias Huch in Frage zu stellen, ob es sich bei den Fotos um Kinderpornografie handelt oder nicht, obwohl er mittlerweile mehrfach darauf hingewiesen wurde, dass das in Österreich passiert ist und ich in Österreich Strafanzeige erstellt habe und das dort anders aussieht als in Deutschland, pocht er darauf, dass das aber in Deutschland nur und keine Kinder wäre und behauptet, ich würde echten Opfern damit schaden und führt irgendwie eine persönliche Vendetta gegen. Ganz kurz an der Stelle, er wird dazu juristisch nichts sagen, weil das, glaube ich, in dem Zusammenhang, also natürlich gibt es Abgrenzungen, Kinderpornografie, Jugendpornografie, klar, kannst du das juristisch irgendwie definieren, kannst du alles machen. Jetzt haben wir hier noch einen Bezug zu Österreich. Da weiß ich nicht, wie das Strafrecht da aufgebaut ist, ob das ähnlich ist wie bei uns oder nicht. Spielt aber auch für mich jetzt unterm Strich keine Rolle. Klar, wenn jemand das jetzt irgendwie einordnen will, kann er das natürlich tun. Für mich ist es jetzt an der Stelle aber egal. Es sind Fotos da, sie findet es kacke, sie hatte damit Probleme. Und deshalb enthalte ich mich da einer juristischen Einordnung, weil es darum, glaube ich, überhaupt nicht geht. Ist scheißegal. Ja? Ist völlig egal, wie das jetzt einzuordnen ist. Spielt keine Rolle.
Also, um das richtig zu verstehen, ich spreche jetzt niemandem ab, das zu tun, aber meins wäre es halt nicht. Ja, das jetzt einzuordnen oder sowas, kann man alles irgendwie in der Theorie machen, aber ich habe da keine Veranlassung dazu und ich möchte das nicht. So. Ja, und hier möchte ich aber nach dem Schnitt noch was einfügen, weil ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das ist wichtig und das wollen wir hier mal machen. Ich glaube, man muss hier einen Punkt ganz besonders herausarbeiten und das hat jetzt gar nichts mit dieser juristischen Auseinandersetzung in Hamburg zu tun. Ich glaube, man muss verstehen, hier ist ein Thema, was für jemanden, in dem Fall für Shoyoka, massiv Kacke ist, was sie massiv Scheiße findet. Das kann ja jetzt jeder bewerten, wie er das will, wie schlimm das ist oder nicht. Aber Fakt ist, für sie scheint es zumindest nach ihrem Video sehr, sehr schlimm zu sein und das kann ich auch verstehen. Ja, also nehmen wir mal hin, dass sie das richtig scheiße findet und dass sie dieses Thema belastet. Ich weiß auch, dass es da immer mal verschiedene Videoschnipsel auf Twitter gab. Das hat sie ja aber jetzt erklärt, dass man vielleicht erstmal Sachen abstreitet, dass man es dann vielleicht relativiert, einfach aus bestimmten Motiven. Das kann alles sein. Das ist auch was ich aus meiner Arbeit übrigens früher im Rahmen der Opferhilfe kenne. Also das ist nicht ungewöhnlich. Nehmen wir mal als gegeben an, dass das für sie schlimm ist. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Jetzt kotzt es sie dann eben an, wenn jemand, ist glaube ich egal wer, dann darüber redet, dann geht er das massiv gegen den Strich. Auch das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ja, dass man das erstmal versteht. Das müssen wir, glaube ich, trennen von der Auseinandersetzung jetzt Hamburg. In Hamburg geht es ja anscheinend darum, dass dann im Nachhinein aufgrund krasser Kritik oder wie sie es ausgedrückt hat, dann irgendwas geäußert wurde, was zumindest nach Beurteilung des Gerichts jetzt momentan untersagt wurde. Ja, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das ist dann die juristische Kiste. Damit können wir uns befassen, wenn mir dann der Beschluss vorliegt oder wenn das veröffentlicht ist. Aber für heute geht es mir mal darum, das nachzuvollziehen, wie ist der Ablauf der Dinge. Und dann kann ich schon nachvollziehen, okay, da kommt was. Sie greift das massiv an oder sie fühlt sich da massiv angegriffen, weil es ein traumatisierendes Ding ist. Ja, und so weiter. Das kann ich nachvollziehen, kann ich mitgehen. Und dann fängst du eben an zu agieren und machst irgendwas oder handelst dann. Sie sagt, kritisieren hat sie mit Sicherheit auch, ob es dann drüber war oder nein, ich muss anders sagen. Im Moment müssen wir davon ausgehen, es war wohl drüber. Deshalb gibt es diesen Beschluss. Sache ist nicht rechtskräftig und ich weiß immer noch nicht zum Zeitpunkt der Videoerstellung, worum sich das Ganze genau dreht. Und deshalb müssen wir da einfach abwarten. Also für jetzt, das wollte ich nochmal sagen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Warum ist das ganz, ganz wichtig? Weil ich in dem Zusammenhang auch immer wieder die Aussage gehört habe, ja, das ist ja alles ganz schlimm mit diesen Bildern und so, aber, ja, und ich glaube, und da komme ich jetzt auch wieder zurück auf meine Tätigkeit früher, da gibt es jetzt erstmal kein Aber, diesen Punkt muss man erstmal akzeptieren. Ja? Und das ist das eine, die eine Seite des Blattes und dann kommt die andere Seite des Blattes, ja, wenn du dann danach kritisierst und schießt zurück und schießt möglicherweise über das Ziel hinaus, ja, ich weiß jetzt wirklich noch nicht, bitte um Nachsicht, dann steht das auf einem anderen Blatt und das kann man dann juristisch bewerten, etc., etc. Aber das hier kann man, glaube ich, emotional, rational auch bewerten und ja, ich glaube, das habe ich gemacht und das wollte ich an dieser Stelle noch tun, weil das, glaube ich, der wichtigste Punkt ist bei dieser ganzen Thematik, ja, aber wie gesagt, bitte trennen von der juristischen Auseinandersetzung. Das ist jetzt so quasi die Historie, die Vorgeschichte, wo man versuchen kann, das irgendwie menschlich nachzuvollziehen, was passiert ist. Und damit ist auch niemandem abzusprechen, dass er das jetzt irgendwie für sich zum Thema macht oder sowas. Ja, das bitte nicht falsch verstehen. Wir haben ja Meinungsfreiheit. Also natürlich kann jeder das irgendwie bewerten oder kann das sagen, was im rechtlich Zulässigen ist. Ja, aber genauso ist es dann eben auch zu akzeptieren, wenn das derjenige, den das betrifft, also in dem Fall Shoyoka, wenn die das dann eben blöd findet oder Kacke. Ja, das sind halt so diese zwei Seiten und ich glaube, das ist auch ein Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Historie, ja, dieses Teilkonflikts hier. Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Ja, natürlich kann man das tun. Ja, wie gesagt, ich hätte es jetzt nicht getan, aber das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann aber verstehen, sie findet es Kacke und sagt dann was dazu und was dann weiter passiert ist, müssen wir sehen. Wie gesagt, im Moment der Stand wohl irgendwas gesagt, was das Gericht untersagt hat. Ja, das bedeutet, es ist im Moment rechtlich auch als unzulässig einzuordnen, sonst wäre die einstweilige Verfügung nicht ergangen, zumindest nach dem Vortrag der Antragstellerseite. Sie hat sich jetzt noch nicht dazu geäußert, also viele Wiederholungen, aber wir werden dann sehen. Also bitte das Juristische von der anderen Sache trennen. Ja? Und weiter im Video. Wo er darüber redet, dass man mich aufhalten muss, was das angeht. Also ich habe keine Ahnung, was diesen Mann da reitet. Aber die Konsequenz ist, dass seitdem Tobias Huch diese Fotos thematisiert hat, ich einfach wieder jeden Tag von Accounts dafür angegangen werde. Ich werde angefeindet. Ich bekomme auf Twitter so lange Nachrichten von anonymen Trollen, die sich als Sozialarbeiterinnen ausgeben, die jetzt ihren Kampf mir Was? gegenüber angesagt haben, um echte Opfer von vor mir zu schützen und es rastet halt immer weiter aus. Ich bekomme Hassnachrichten per E-Mail. Es ist einfach überall
Und dann machen irgendwelche YouTuber Statements dazu und KuchenTV äußert sich dazu, die machen ein Video dazu und die ganzen Fotos gehen wieder viral und ich muss dabei zusehen, wie diese Fotos jetzt wieder in Telegram-Gruppen geteilt werden, wo auch KI von mir rumgeht, wo die mit KI erstellt wurde, von mir rumgeht, wo irgendwelche Leute mich gedoxt haben und das Ganze verbreitet sich wie ein scheiß Lauffeuer und hört nicht auf. Und Tobias Huch hat jetzt entschieden, dass er versuchen möchte, mir die Möglichkeit zu nehmen, mich gegen ihn zu wehren und hat eine Unterlassungserklärung geschickt und eine einstweilige Verfügung jetzt erwirkt, in denen er versuchen möchte, Teile meiner Aussagen, die ich ihm gegenüber geäußert habe, streichen zu lassen. Er möchte mich silenzen und möchte Teile meiner Aussagen, die ich ihm gegenüber geäußert habe, mir verbieten, was es mir nicht möglich macht, darüber aufzuklären, was er da eigentlich gemacht hat und wie er sich da in dieses Thema hineingebracht hat. Und ich habe kein Geld, um dagegen vorzugehen. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Die einstweilige Verfügung vom Landesgericht Hamburg, die wurde jetzt einfach erlassen. Das Gericht dort hat es nicht als wichtig erachtet, mich nochmal in dem Thema anzuhören, dass ich nicht das Geld hatte, gegen die Unterlassungserklärung von Tobias Huch irgendwas zu machen, was zum Teil daran liegt, dass sein Anwalt, Dr. Nick Sarafi, hunderte Seiten bei jedem Einzelnen... Jetzt müssen wir nochmal zurückmachen. Wird sie sich gegen die einstweilige Verfügung denn wehren oder wie ist das? Dass ich nicht das Geld hatte, gegen die Unterlassungserklärung von Tobias Huch irgendwas zu machen. Außergerichtliche Thematik. Zum Teil daran liegt, dass sein Anwalt, Dr. Nick Sarafi, hunderte Seiten bei jedem einzelnen Verfahren schreibt, in dem ich drinnen bin, was einfach massive Unkosten verursacht und auch dazu geführt hat, dass ich, obwohl ich alle Gerichtsprozesse vor Gericht bis jetzt gewonnen habe, massive Verluste gemacht habe, weil es einfach so viel Papierkram ist, der da eingereicht wird. Als Beispiel: die einstweilige Verfügung von KuchenTV, die ich in allen Punkten gewonnen habe, hat mich trotzdem 6.000 € minus gekostet, weil Nick Sarafi einfach 200 Seiten eingereicht hat. 6.000 €? Wahrscheinlich jetzt dann schon, also was an ihr hängen bleibt. Sie hat einen Teil an Erstattung bekommen, RVG-Gebühren von KuchenTV in dem Fall. Der hat er verloren, diese erste Instanz. Und trotzdem noch 6.000 € Überschuss. Also da sieht man, wie das dann ins Geld geht. Na? Gut, also es scheint noch nicht klar zu sein, ob sie sich da wehrt oder nicht. Ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich schon. Schauen wir mal weiter, ob sie noch was dazu sagt. Die überhaupt gar nichts mit den Punkten zu tun hatten, die ein KuchenTV da angekreidet hat. Die wurde ja auch komplett abgeschmettert. Und dadurch, dass dann aber dort durch das Gericht der Streitwert auch noch weiter runtergesetzt wurde, bleibe ich halt einfach auf mega den Kosten sitzen und finde mich halt jetzt in der Situation wieder, in der ich nicht mehr über mein eigenes Trauma sprechen kann, in denen ein Gericht entschieden hat, mir diese Möglichkeit zu nehmen. Und die einzige Möglichkeit, die ich habe, um für mich da wieder Gerechtigkeit herzustellen und wieder selber über meine eigene Geschichte, mein eigenes Trauma reden zu können, ist, indem ich dagegen rechtlich vorgehe und diese einstweilige Verfügung angreife. Okay, also und deswegen habe ich eine GoFundMe-Page eröffnet und hoffe, dass es Menschen gibt, die vielleicht gerade einen Euro für mich übrig haben, die bereit sind, mich dafür zu unterstützen, dagegen vorzugehen. Ja, das war jetzt sehr viel länger, als ich eigentlich gedacht habe. Es ist auch fast ein One-Take geworden. Ich wollte gerade sagen, ich hatte nur einen Schnitt gesehen. Mal schauen, ob ich noch irgendwas davon schneide. Aber ja, that's it. Ja, so viel zu ihrem Statement. Du merkst natürlich auch, dass das ein Thema ist, was sie hart, wie sagt man, triggert, was sie, also ich glaube auch nicht, dass sie so viel Bock hatte, dieses Video aufzunehmen, zumindest war das jetzt mein Eindruck, dass ihr das schwer fiel, aber das ist jetzt nur meine Mutmaßung, ja, ich weiß es nicht, aber ich finde es natürlich trotzdem gut, dass sie es gemacht hat. Du merkst halt so, das ist ein Thema, was sie einfach da, was sie sehr angeht und das ist, glaube ich, auch nachzuvollziehen, da braucht man gar nicht viel bewerten, das ist ein Scheißthema und deshalb kann ich es auch verstehen. Gibt natürlich dann nicht
jetzt ist es wieder schwierig, weil ich nicht weiß, was ihr untersagt wurde, darf man natürlich dann trotzdem nichts Falsches sagen und so weiter, aber das ist jetzt auch Mutmaßung, weil ich eben die Äußerung nicht kenne. Also sie wird sich da wehren. Wir wissen natürlich jetzt nicht genau, um was es da geht. Ja, also was ihr untersagt wurde. Ich habe, wie finde ich eigentlich meine Kopfhörer? Ich habe mir jetzt hier so tatsächlich mit Kabel einfach so einfache Dinger. Dann nervt mich das mit diesem riesigen Gerät, den ich dann sowieso immer von mir werfe, vor Wut oder wenn irgendwas ist. Also sie wird sich wehren, wir wissen nicht, um was es geht. Ich weiß nur, es geht, wie sie gesagt hat, irgendwas, was sie zu Herrn Hoch da gesagt hat, im Zuge dieser Thematik mit den Fotos. Und aus Twitter und sowas habe ich nur gesehen, es geht um Tatsachenbehauptungen. Das Gericht stuft es als Tatsachenbehauptungen an. Das heißt, sie wird da irgendwas gesagt haben. Und dann kommt es eben darauf an, ist das wahr, ist das nicht wahr? Und das Gericht hat gesagt, das ist eben nicht wahr. Jetzt wissen wir natürlich nicht, sie hat sich natürlich im Prozess überhaupt nicht geäußert. Ja, habe ich auch was dazu gesagt, zu diesen Ungereimtheiten, die es im Moment gibt, dass sie wohl zur Stellungnahme aufgefordert wurde oder dass es Dokumente gibt, die das wohl zeigen. Sie sagt, sie hat nichts. Da halte ich mich einfach mal zurück, weil ich das wird sich dann sicher erklären, was da passiert ist oder was auch immer los ist. Sie kann ein Rechtsmittel gehen jetzt und dann wird das entsprechend aufgerollt. Und dann muss man halt auch schauen, was sie zu der Thematik sagt. Aber jetzt ist ein bisschen schwierig, weil ich die Aussagen nicht kenne und nicht genau weiß, was dann dahinter steht. Ja? Also, Fakt ist für jetzt, 3 Äußerungen wohl untersagt. So viel habe ich im Internet gesehen. Und was es aber genau ist, wissen wir nicht. Oder ich weiß es nicht. Sagen wir es so. Ja. Es ist natürlich auch kein Geheimnis. Ich habe auch einen guten Kontakt zu Tobias Hoch. Ja. Aber jetzt aus diesem Themenkomplex hier halte ich mich da raus. Ja, also das kann man ganz, ganz objektiv hier betrachten. Und wie gesagt, das eine hat da nicht immer was mit dem anderen zu tun. Aber ich finde es gut, dass sie selber mal ein Statement gemacht hat. Und dann kann man sich das auch mal angucken. Hat sie schon recht, muss man ihr den Punkt geben. Das ist dann irgendwie cooler. Also schauen wir mal, was passiert. Wie gesagt, sind für mich einige Fragezeichen noch da, die aber jetzt eher damit zusammenhängen, was sie dann nach dem Video gesagt hat, als sie darauf hingewiesen wurde. Hier, guck mal, da, also irgendwie ist das ja dann auf Twitter verbreitet worden und dann hat sie das auch mitbekommen und dann sagte sie eben, ich weiß davon aber nichts. Ja. Und ja, dann muss man einfach mal abwarten, was da noch kommt. Das interessiert mich eigentlich eher, denn normalerweise sollte sowas schon zugestellt werden. Ja, da hat sie recht. Und jetzt bleibt halt die Frage, warum ist das nicht passiert oder was ist überhaupt passiert oder ja, was ist los? Ne? Also, danke für das Video. Und wie viele Aufrufe hat sie? 14.639 vor 18 Stunden. Aber ist natürlich, also sie hat auch schon 10.000 Abonnenten geknackt. Na ja, gut, jeder kennt sie natürlich auch, gell? Dann geht das natürlich schnell. Wenn ich überlege, wie lange ich gebraucht habe für meine 10.000 Abonnenten. Ja. Und jetzt muss ich noch einen Schnitt reinbauen. Vielleicht noch ein abschließendes Wort da auch in eigener Sache. Wir haben ja natürlich jetzt 2 Personen, die sich, ja, ich sage einfach mal so, wie ich es empfinde, die sich überhaupt nicht mehr nicht oder nicht leiden können. Ja. Und da ist viel gerichtlich schon gelaufen und jetzt geht es ja da weiter. Das ist natürlich, ja, ist natürlich unschön. Bei diesen ganzen äußerungsrechtlichen Sachen siehst du ja auch immer eins. Am Schluss verdienen da immer die Anwälte dran, viel, viel Geld. Ja, das ist auch okay. Die machen ihren Job. Aber du steckst natürlich, das gilt jetzt für beide Seiten, auch Geld in diese Sachen rein, wo du dann unterm Strich irgendwie eine Aussage verboten kriegst, ja, dem anderen verbieten lässt, wie auch immer. Und das gewinnst du halt, aber du bezahlst es halt auch teuer. Und dann verliert der eine und dann, also das mutmaße ich jetzt, dann ist man da natürlich nicht begeistert, dann schießt man dagegen und dann schaukelt sich das immer so hoch. Dieser ganze Konflikt schaukelt sich ja eh die letzte Zeit, also während ich das aufnehme, die letzte Zeit in einem Maß hoch, der wirklich krass ist, muss ich sagen. Und ich habe ja immer mal gedacht, das hört dann vielleicht mal irgendwie auf. Das betrifft jetzt nicht nur Hoch und sie, sondern natürlich auch andere Protagonisten. Und es hat mittlerweile wirklich ein Maß erreicht, was mir irgendwie nicht mehr so reingeht. Ja, also ich spreche mich da ja gar nicht von frei. Ich habe ja auch immer gerne meine Videos dazu gemacht, weil mir irgendwie YouTube Spaß macht und weil mir diese Themen irgendwie, weil ich das interessant fand. Und mache dann auch meine Jokes und sowas. Aber ich finde, YouTube ist immer was, das sollte auch Spaß machen. Und bei dieser Thematik geht es jetzt so langsam oder auch schon länger in den Bereich, das macht keinen Spaß mehr. Ja, den Beteiligten sowieso nicht. Dem einen vielleicht mehr, dem anderen weniger. Aber es sollte einfach, ja, natürlich sollte es enden, aber ich bin da von der Lösung auch meilenweit von entfernt. Aber ich glaube, wenn das so weitergeht, wird das am Schluss irgendwie nur Verlierer geben.
Und deshalb muss man da wirklich gucken, was man tut. Das geht jetzt in keine Richtung. Ja, ich schreibe da keinem vor oder gebe da jetzt keinem irgendwie eine Schuld oder sowas. Darum geht es nicht. Aber es erreicht einfach ein Maß, den ich bedenklich finde und wo man auch aufpassen muss, dass das nicht mal ganz blöd endet. Ja, das wollte ich dazu auch noch sagen, weiter im Video. Also, was meint ihr dazu? Wahrscheinlich, bis ich das hochlade, gibt es schon wieder 1000 neue News. Aber dann ist es eben so. Also, Bose hat schon Joker geschaut. Wir schauen es wieder. Also, bis bald und auf Wiedersehen. Und von mir wahrscheinlich dann aus dem Urlaub, je nachdem, wann ich es hochlade. Ciao.